Wir sind hier an der Freien Waldorfschule St. Georgen in Freiburg und wir prüfen heute unsere selbstgebauten Brücken. Prüfkriterium ist nicht nur die Tragkraft der Brücke, sondern das Verhältnis aus Eigengewicht und Tragkraft. Also je leichter eine Brücke ist bei gleicher Belastung, desto besser wird sie in diesem Versuch abschneiden. Für diesen Versuch haben meine beiden Schülerkollegen aus der 12. Klasse im Technologieunterricht eine Prüfvorrichtung gebaut. Wir haben hier hinten eine ganz normale Pumpe, die mit Öl funktioniert. Da unten ist ein Kanister, den sehen Sie jetzt leider nicht. Und über die Rohre kommt es zu unserem Zylinder, der wird ausgefahren. Ja, wir haben hier ein Kraftmesser, der gibt eben ein Signal weiter, das wird verstärkt. Dann geht es an unseren ans Messgerät. Da werden hier die Maximalwerte aufgezeichnet. Und damit wir das Ganze auch noch schön sehen, sehen wir das hier in Kurven. Hier haben wir noch ein anderes Kurvenblatt. Hier unten ist ein Endschalter, der, wenn die Brücke bricht, der schaltet die Hydraulikpumpe aus und gleichzeitig das Rücklaufventil hier ein, das den Druck aus dem Zylinder und aus dem System hier hinausläuft. Also das können wir gerade nochmal zeigen. Ja. Läuft. Und? Ja, wir haben ein Ergebnis. Max, gleich das Max-Ergebnis festhalten. Und 113 Euro. Und draufdrücken. Perfekt. Jetzt haben wir hier eine schöne Kurve. Hier ist unser Maximalwert. Der rechnet dann die Kraft pro Gramm dieses Gewichts von der Brücke aus. Das haben wir davor an der Waage abgemessen. Ja. Genau. So, ja. Zum Bau des Ganzen können wir vielleicht sagen, dass wir das eigentlich alles selber gebaut haben. Also, wir haben uns hier eine Balustrade gebaut, die schön stabil ist. Und dazu mussten wir natürlich das erste zurecht sägen und dann fräsen auch mit Elektroschweißen, damit es alles bombenfest ist, damit es auch alles aushalten kann. Hier haben wir unseren Zylinder. Das war recht kompliziert, den jetzt hier so dran zu fräsen, damit er auch Punkt im 90 Grad Winkel hinunterfährt. Dann hier Kraftmesser hier, dass er auch sehr genau ist und dass der auch an den Zylinder angebracht wurde, mussten wir sehr genau mit Gewinde arbeiten, Gewinde schneiden, die Schrauben anbringen und auch diese Messingstücke zurechtfräsen. Genau. Und mit den Rohren mussten wir auch zurechtbiegen erst und haben dann mit den Schneidverschlussgewinden einfach das ganze Hydrauliksystem zusammengesteckt und zusammengebaut. Schon toll gewesen, dass man jetzt gesehen hat, dass es auch alles klappt, weil also gerade an den Eisenteilen, wo wir hier an dem hier und an dem hier gearbeitet haben, das hat sich sehr lang, sehr viel Zeit gefressen, während wir die ganze Zeit gefräst haben. Und jetzt ist es auch, jetzt sehen wir auch, wie das ganze Gerät auch funktioniert. Ja, schon schön ist. Läuft, ja? 3, 2, 1. Dann haben wir hier unsere Probe. Aber die kommen wir jetzt aus. Der Max geht schon. Hier. Das wäre unsere Probe. Okay. Start. Und Start. Gut. Das ist los.
und Start. Und los. Sehr schöne Kurve gemacht. Was? Sind wir in den Knie gekommen? 0,288 ist der Maximalwert. Das Fußlauf. Okay, Start. Ja gut, Fahrbahn ausgerissen. Okay, ich resette, ich bin gespannt, letzte Finale. Und Start. Sehr schön. 0,088. SW war das jetzt, oder? SW, ja. Belastet.